Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 3. Beim letzten Mal haben wir ja den Schatz von Captain Kidd gefunden und heute sollten wir uns doch eigentlich auf den Weg nach London machen, um dort wieder mit unserem Vater Haytham ein bisschen zusammenzuarbeiten. Allerdings habe ich für die nächsten Folgen etwas anderes geplant. Wir werden uns mal um diesen Templer hier links kümmern, über dem schon steht Nicholas Biddle. Ja, wer weiß noch, um wen es dabei sich handelte. Nicholas Biddle, das war damals der Templer, der vom guten Benjamin Church angeheuert wurde. Und wir wissen ja noch, Nicholas Biddle war ein ziemlich sicherer Seefahrer oder war ziemlich sicher ein Seefahrer. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich auf hoher See erwischen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt zu Faulkner gehen und mal schauen, ob wir nicht ein paar Informationen über den guten Nicholas Biddle auf hoher See finden können. Das heißt, auf geht's aufs Pferd und dann rüber zum Hafen. Zack, hallo Hund. Und aufs Pferd. Und losgeritten. Hallo Hund. Geh mal zur Seite. So. Hier erstmal ganz friedlich langreiten. Und jetzt müssten wir, glaube ich, gleich auf dem Weg sein. Hoffe ich. Nicht, dass ich mich jetzt hier schon verreite wieder. Vorne ist der Weg, den ich suche. Niemals vom Weg abkommen, mein Junge. Niemals vom Weg abkommen. So, jetzt aber. Auf rüber zum Hafen. Was heißt Hafen? Also ein wirklicher Hafen ist es ja nicht. Aber zu unserem Schiff, zur Akia. Los, schneller, schneller. Wir möchten Nicholas Biddle ja finden und unschädlich machen, weil wir können ja wohl nicht einen Templer übrig lassen. Das wäre ja überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, denke ich. Deswegen, auf geht's. Faulkner, hast du irgendwelche Informationen, die uns vielleicht weiterhelfen könnten? Ah, vielleicht könnten wir ja vorher noch eine Kleinigkeit machen. Wir haben ein bisschen Geld bekommen aus den letzten Missionen. Ich guck gerade. Zusätzliche Kanonen können nie schaden. Nehme ich mal mit. Brandgeschosse ist alles relativ teuer, muss man natürlich dazu sagen. Ja gut, hätte vielleicht noch gerne was gekauft, aber zusätzlich Kanonen reichen eigentlich erstmal. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Man kann hier schön sein Schiff verbessern. Und da haben wir die Jagd. Wir schauen mal in die Nähe von Martha's Vineyard, weil dort haben wir ihn ja damals zuerst getroffen. Also, auf geht's nach Martha's Vineyard. Mal schauen, ob wir dort irgendwelche Anzeichen vom guten Nicholas Biddle finden. Schön, wieder auf See zu sein. Nur der Himmel gefällt mir nicht. Mr. Faulkner, selbst ein schöner Sonnenaufgang ist ein schlechtes Omen für dich. Wo sind diese Räuber? Meinem Gefühl nach auf östlichem Kurs, Richtung Küste. Ah, hier ist er. Erzählte von britischen Schiffen, die sich zwischen den Felsen sammeln und Vineyard bedrohen. Ah, das heißt, hier sollen also irgendwo Briten sein. Na, dann schauen wir uns doch mal um. Da vorne? Ach, okay, das ist ein unserer Freunde. Schiff, ahoi! Auf Gefechtsstation, Männer! Ach, verdammt. Was wollt ihr denn, ihr Briten, ey? Tschüss. Jetzt kriegt er volle Breitseite, Freunde. Ach, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wir müssen die Schiffe, das Schiff schützen. Na, also. So, jetzt hast du ein bisschen... Davy Jones. Was machst du denn, Captain? Das Schiff braucht Hilfe. Ich bin doch schon unterwegs. So, aber ich darf es ja auch nicht umfahren. Das wäre ja noch schöner. Aber ich meine, ich habe doch auch alle anderen Schiffe hier ausgeschaltet erstmal. Das ist klasse, wenn wir genug Feuerkraft haben. Da drüben kommt eins. Der war ja daneben. Ach du Kacke, da kommt ja gleich noch einer. Zack. Und zack. Verdammt. Ziemlich daneben. Dann kriegst du jetzt den ab. Schön. Wenn ich wüsste, wo das Handelsschiff langfahren will, wollte das vielleicht auch einfacher. Ach du Kacke, da kommen mehr. Kanonenboote. Fällt mir überhaupt nicht. Voll daneben. Verdammt, hier sind zu viele Felsen im Weg. Ich bin noch dabei.
Und jetzt kommst du dran, mein Freund. So, meine Güte. Weiter geht's hier. Schön. Übrigens gefällt mir auch die Uniform, die Connor anhat. Da vorne ist noch einer. Zack. Volltreffer. Ach Gott, von vorne kommen noch mehr. Und Feuer. Haha, ich bin ein Sniper. Und Feuer. Ja, der war nie so doll. Und Feuer. Zack, ich erledige sie alle, bevor sie eine Chance haben. Kommen noch mehr? Sieht nicht so aus. Gut, wir beschützen das kleine Schiffchen sehr gut, wie ich finde. Am sichersten wäre es vielleicht, wenn wir es jetzt hier mal kurz überholen. Der Nachteil ist natürlich, wir könnten von hinten angegriffen werden. Trefft auf halbes Segel! Zerstören Minen. Sie oder nutze sie zu unserem Vorteil, egal wie. Fahr bloß nicht in sie hinein. Alles klar. Zu unserem Vorteil wie? Beschießt die Minen mit den Drehmassen, wenn der Gegner uns zu nahe kommt. Ei, ei. Ja, okay, Schuss, ne? Haltet an! Reicht die Segel! Keine Segel! Kann ich die Minen nicht kaputt machen hier? So. Sicher war sicher. So, da vorne sind noch welche, die direkt bei Minen stehen. Und Schuss! Ah. Der war klasse. Oh, verdammt. Hallöchen, was willst du denn? So, und Schuss! Habe ich den erwischt? Nee, verdammt. Der ist wichtiger gerade. Der war ja voll daneben. Schon hau ihn um. Sehe ich auch so. Wieder voll daneben. So, jetzt fahren wir natürlich wieder gerade an dem Schiff vorbei. Ich treffe die blöde Mine gerade nicht. So, jetzt müssen wir hier... Warte, erst die Minen kurz, zack. Und jetzt die Mine. Und zack. Und jetzt die Mine da vorne. Hau halt ihn um. Und die Minen außer Gefecht setzen. Die anderen Minen wäre vielleicht schöner. Da die. Super, da können wir links rum. Ich hoffe, das Handelsschiff kann so gut fahren. Gut, die haben wir gut ausgeräumt, denke ich. Diese Briten. Ja, aber nicht vor uns. So ein paar Minen können von mir aus da bleiben. Die brauche ich ja nicht. Wo denn? Hier sind noch gar keine Minen. Sie ist in Sicherheit, aber es ist eine heiße Jagd. Ihnen nach, beenden wir die Gefahr für Marthas Vineyard. Alles klar, hinterher. Ach du Kacke. Kanonenbote! Ja! Ihr kriegt jetzt erstmal eine volle Breitseite, ey. Und zack. Und jetzt du, kleines da. Zack. Und einer lebt da aber da hinten noch. Irgendwo im Nebel. Man kann den Schuss blöderweise nicht abbrechen. Das ist ein bisschen blöd. Wir müssen diese Schiffe verfolgen. Okay, dann machen wir es halt. Das Handelsschiff scheint in Sicherheit. Na, wer weiß. Da ist auf jeden Fall ein Felsen direkt voraus. Das gefällt mir nicht. Oh Gott. Ein verlassenes Fort hatten wir schon mal. Fort Walcott sollte auch verlassen sein. Und da waren Briten. Würde mich nicht wundern, wenn sich hier auch Briten festgesetzt hätten. Okay. Es ist viel zu neblig. Man kann überhaupt nichts sehen. So viel zu verlassenem Fort natürlich wieder, ne? So, das war der erstmal. Das war der erstmal. Und das war der erstmal. So, damit haben wir die schon mal. Wir müssen ziemlich aufpassen auf diese Mörser. Alter Falter. Ja, so viel dazu. Alter, wie viele kamen denn da? Komm ich so weit? Ich war ja jetzt mitten im Mörserangriff. Ah, das war Nummer 1. Stopp, stopp, stopp. Feuer frei! Volle Segel!
Die Mörser meiden ist gut, meine Freunde. Jetzt geht doch mal in Deckung. Ich drück die ganze Zeit. Alter, man sieht die Mörser auch überhaupt nicht kommen, ne? Halbe Segel, Männer! Komm schon, treff was. Jawohl. Und jetzt den anderen Mörser noch runterholen. Und Schuss! Verdammt, der war ja ziemlich daneben. Ach du Kacke! Alter, der haut ziemlich rein, der Mörser. Lass ihn ein bisschen Abstand gewinnen hier. Ja, bei den Mörsern die 50%, da muss man ganz genau gucken. Das habe ich gerade nicht geschafft. So, der nächste Schuss muss sitzen, sonst war es das für uns. Weniger Segel! Weniger Segel! Eine Segel! Alle auf! Jetzt hier volle Segel, Jungs! Okay, so weit kommt der Mörser auch nicht. Pass auf, Nick! Halbe Segel, kommen wir so weit? Ne, wir kommen niemals so weit. Alter, wie viele Mörserschüsse kommen denn da von einem so einen Typen an? Das ist ja krank! Da schießt einer ja tausende Dinger, ey. Ich dachte, irgendwann ist mal gut, wenn ich sehe, wie die vor mir schon ins Wasser platschen. Kräft auf halbe Segel! Ach, jetzt müssen wir den ganzen Spaß nochmal machen. Scheiße. Das Rohr sollte nicht da sein. Natürlich sollte es nicht da sein. Und es ist so nahe Ninja. Zeig uns gut an sich. Eieiei, vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Okay, wir sind noch nicht nah genug, glaube ich. Das sieht gut aus. Der war sehr gut, der Schuss. Schade, reicht auch nicht. Stopp. Das ist auch eine Taktik, die kann man ab und zu mal anwenden. Einfach stoppen, wenn die Gegner anfangen zu schießen. Weil sie berechnen das auch ein bisschen interessant. So, einmal drehen. Ich dachte, ich wäre auf vollem Segel. So, wir drehen mal kurz. Stopp. Wenn man wirklich anhält, weil die berechnen so, als würde man weiterfahren. Und wenn man dann anhält, dann kann man ausweichen. Aber das Problem ist, dass das drei Typen sind. Ach du Kacke. Huch, falsche Taste. Wollte in Deckung gehen. Das Entdeckung gehen bringt nicht viel, muss man sagen, bei den Mörsern, aber ein bisschen was zumindest. Und Feuer! Jawohl, ein Turm ist, ist down. Tot, wollte ich schon sagen. Kacke. Weg hier. Jawohl, Nummer 2 ist down. Und jetzt der letzte. Halbe Segel, Männer! Und Feuer! Jawohl! So geht's! Also, man kann es auch schaffen. Man muss sich bloß ein bisschen konzentrieren. Also immer, der Trick ist einfach immer stehen bleiben, wenn die Mörser schießen. Klingt ziemlich blöd, aber ist so. Das ist das Problem. Welchen Grund haben die Briten, Martha's Vineyard zu bedrohen? Es hat keinen strategischen Wert und die Bewohner sind friedlich. Ich fürchte, dass da etwas ganz anderes dahinter steckt. Templer! Doch was sie vorhaben, weiß ich nicht. Deine Befehle? Ich brauche Zeit, um das zu ergründen. Wir setzen Kurs nach Hause. Aye, aye. Ja, gut, die Jagd. Am Ende habe ich es doch noch hingekriegt, die volle Synchro zu schaffen. Wie gesagt, es ist relativ schwierig. Mir ist wieder eingefallen, man muss einfach stehen bleiben, sobald die Mörser schießen. Seltsamerweise. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht tun sollte, aber na gut. Ach, das ist eine Mission, ey. Da habe ich beim ersten Mal, glaube ich, ewig dran gesessen. Aber inzwischen kann ich es ja ganz gut, glaube ich. So, aber wir haben leider noch nichts über Nicholas Biddle rausgefunden. Aber vielleicht finden wir jetzt etwas über ihn hinaus. Aber ich würde sagen, wie wir etwas oder versuchen, weitere Informationen über Nicholas Biddle zu finden, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dahin. Ciao.